Unterwegs nach Köln. Das erste Mal, dass sie auch dabei ist. Ja? In der Kölner. Bist du nervös? Ja. Ich bin nervös, weil du fährst. Ach was? Ich freue mich auch. Es wird sehr schön. Heute Abend noch ein bisschen Valentine's Day. Ja. Wenn ich mir nicht aus Versehen. Das kannst du doch jetzt nicht sagen. Mit dem Gillette in die Eichel gefahren werde. Das ist nicht stimmt. Ich weiß das nicht, kann ich ey. Nicht sagen. Es brennt. Guck mal, hä? Fühlst du dich gut in Köln? Yes. Was? Yes, sind wir in Deutschland oder was? Hier, zeig, was ist das für ein Fisch? Zander. Zack, bam, hier, guck mal. Habe ich für dich gemacht. Ich bin wirklich gespannt. Und natürlich die Girls dabei. Lass dir schmecken. Happy Valentine. Was war das denn? Du spinnst. Mensch, los geht's. Guten. Dir auch. Eine neue Woche beginnt in Köln. Ja, Mias holt mich ab, wie immer. Geil. Okay, und Leute, ich zeige euch mal, was ich heute dabei habe. Hier, meine Schuhe, die ich von einem Zuschauer bekommen habe. Das wären Studioschuhe. Ich werde die auf jeden Fall mal dort lassen. Mal sehen, wann ich die trage. Vielleicht ist heute schon soweit. Wir sind da. Ich gucke, wer ist heute zu Gast. Viktoria Swarovski. Da freue ich mich. Was muss ich wissen über Viktoria Swarovski? Hä? Reicht. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Ein Comedy-Preis als Türstopper. Geht's euch gut, oder was? Sorry. Sag mal! So, Freunde. Ich hab's wahr gemacht. Da sind sie. Smet, der Schuhdesigner. Deine Schuhe. Heute an. Baby. Da freue ich mich. Ich zeige euch ja immer ein bisschen auf Instagram, so Backstage. Das ist der junge Mann und das ist die junge Frau, die sich immer darum kümmern, um die Seite täglich frisch geröstet hier bei Instagram. Folgt da rein. Alle Infos und noch mehr Backstage-Material, was ich gar nicht alles teile, findet ihr dort. Jeden Tag, 24/7. Freunde, Viktoria Swarovski, ich darf nicht reingucken. Sie hat schon meine Überraschung da. Nein, das ist ja das Problem, aber es wird lustig werden. Das wird sehen. Ach so, nee. Also im Grunde genommen. Ja. Sie kennt das. Die echte Viktoria Swarovski von Let's Dance. Eins sagen, das ganze Team macht mich schon verrückt mit. Kennst du schon dein Geschenk? Kennst du schon dein Geschenk? Jeder Promi bringt bei uns ja ein Geschenk mit. By the way, Amaretto, schon eher TV Totalzeiten, schon immer. Du bist hier, du gehörst hier zum Büro wie Deko, ne? Ja. Natürlich. Auch er sagt schon zu mir: Geschenk, Geschenk, Geschenk. Was ist es denn? Ey, das muss krass sein. Sag, ist echt krass. Auf einer Skala von 1 bis 10? Swarovski, ja, die bringt dir drei Kälter. War eine schöne Show. Mit der Wiki, mit der Wiki. Guck mal, was ich jetzt auch habe. Danke an Stefan Raab, der mir was gegönnt hat von Vision Ears, meine eigenen In-Ears. Dafür habe ich diese Abdrücke gemacht, ne? Oder wie geht denn das auf? Warte mal. Keine Ahnung, ob das jemand interessiert, aber das ist aus meinem Ohrabdruck entstanden. Und dann habe ich da die Sounds drauf und die Regie, wenn irgendwas sein sollte. Aber jetzt habe ich das, jetzt steckt das Ding drin. Das ist für Musiker höchst interessant hier gerade. Jetzt habe ich das Ding drin, habe aber ein Problem, dass ich nichts mehr, weil ein Ohr zu ist, weißt du, was ich meine? Und mir schwindelig beim Reden wird. Ich bin wirklich, bei mir muss man wieder eine extra Sonderlösung finden. Oh, Freunde, ganz wichtige Planungen für die nächsten Wochen. Knossi ist da kein Problem. Knossis Airbag-Check geht in die nächste Runde. Wir haben schon viele Bewerbungen, ich rufe trotzdem nochmal auf. Meldet euch mit eurem Auto. Abswipen, egal, Auto und Zustand egal. Muss fahren, zugelassen sein. Neu? AMG. AMG, egal. Ihr könnt 2000 Euro gewinnen, wenn die Airbags aufgehen. Ich fahr's zu Schrott. Freunde, die Jungs sind da. Schaut euch mal diese Monitore an. Predator, Alligator, ey. Es ist alles da, gell? Alles da. Es wird, oh, jetzt wird gebastelt hier, ey, Freunde der Sonne. Es ist wirklich von PC über Licht, über Stuhl. Die King Boys machen everything wishes happens. Ja? Ihr macht's wahr. Wir machen's wahr. Habt ihr auch Bock? Wir haben richtig Bock. Freuen nach. Ja, geil. Und die Leute freuen sich, wenn ich aus Köln streamen kann. Richtig geil aus hier. Der Gabentisch. Oh, Baby, das wird schön. Da freue ich mich. Das ist geil. Zwei Tastaturen gleich, falls ich eine zertrümmer. Hab da gut mitgedacht. So, weil so viele nochmal gefragt haben. Heute Abend
auf TV Now. Um 20.15 Uhr bin ich bei Täglich Frisch geröstet, bei Knossi, bei meinem lieben Knossi. Und morgen dann bei RTL um 23.15 Uhr. Ich kann euch sagen, mir ist jetzt immer noch schlecht von unserem Spiel, Knossi. Das kriegst du sowas von zurück. Ihr müsst gucken. Ich werde euch nicht verraten, was wir gespielt haben, aber mir ist immer noch schlecht. Ich wollte Sport machen gehen und mir ist es fast schon wieder hochgekommen. Ja, da liegt er. Ey, ich freue mich, ich werde euch gleich noch berichten. Ne? Es wird heute noch enthüllt, wie der Computer aussieht. Das ist ein Double-Dual-Computer, ne? Double-Dual, oder? Wie hast du gesagt? Ein Dual-System. Naja, sag ich doch. Und das werden wir... Ey, das muss unglaublich sein. Hat das ein spezielles Design? Ja, natürlich. Ah ja, klar. Und währenddessen werden die Jungs weiter aufbauen. Och, Baby. Bildschirme werden auch schon aufgebaut. Richtig krass, das waren die Bildschirme, von denen ich immer geträumt habe. Sage ich euch, gucke ich natürlich meine Sendung jetzt auf TV Now. Mit Viktoria Swarovski, der reichsten Erbin in Europa. Lasst den Schmuck glänzen, glitzer, glitzer, shiny, whiny. Genau mein Ding. So, Freunde, Update ist da. Unglaublich. Guckt euch diesen Rechner an. Zwei Rechner in einem. Oben Game, unten Stream, ne? Ja. Unfassbar. Die Monitore stehen. Es ist noch nicht fertig angeschlossen, aber, ey Jungs, monstermäßig, ne? Monstermäßig. Wie gefällt euch dieser PC? Ultra krank. So, Jungs, guckt euch das an. Mega, oder? Ist zwar noch kein Internet dran, das muss morgen noch gecheckt werden, aber ist geil, oder? Es gefällt mir richtig gut. Mega. Bist du? Ja, das ist ein bisschen schade, dass wir wieder arbeiten. Ich hab gesagt, mit der Küche kann ich arbeiten. Küche gut. Ja. Ich finde die Abzugshaube geil. Die ist mega geil mit Fernbedienung. So, wir sind jetzt noch auf einem kleinen nächtlichen Spaziergang unterwegs. Da ein Zuschauer eine Story-Verlinkung hatte und gefragt hat, ob ich kurz kommen kann, um ihm ein Foto zu unterschreiben, konnte ich nicht Nein sagen. Ich konnte einfach nicht Nein sagen. Und dann haben wir es gemacht und jetzt gehen wir noch spazieren. Gell? Ja. Und es tut gut, einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Das stimmt. Gute Nacht euch. Aufgewacht, die Jungs sind wieder da. Einrichtung Part 2, ne? Morgen. Jo. Bin mal gespannt, wie das Internet hier, was das Internet so an Stabilität hat. Krass, ja, so sieht das aus. Ja, anders geht's nicht. Heute mach's wie bei Let's Dance. Heute um 20.15 Uhr haben wir täglich frisch geröstet. Ich bin Gast, also ich bin heute Gast, ich moderiere nicht. Macht natürlich Knossi und wir freuen uns riesig, wenn ihr reinschaut. Und wir haben eine kleine Überraschung. Und der Winnie ist auch dabei. Okay. Heute wird geisteskrank. Morgen. Steff, wohin? Geh die Taschen holen. Geh dein Bikini aus dem Auto holen. Scheiße, du spinnst.